Da ist er, der Baum der Fantasie. Seine Wurzeln sind überall verzweigt und nähren die Welt mit Kreativität. Und jetzt will er den Baum herausreißen und durch den auf den Kopfsteller ersetzen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, du willst... Du hast genug gesagt. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ganz schön zäh. Hier, die hat mir beim Kämpfen immer Glück gebracht. Willkommen, Sackboy! Dies ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hey, hier drüben! So etwas brauchst du nicht mehr. Oh, das war ein Heidenspaß. Heute bin ich großzügig. Nimm alle. Hast du nicht genug gelitten? Anscheinend nicht. Das kam jetzt unerwartet. Für dich. Mal etwas ab. Ich bin überall, Saki. Überall. Nicht, dass die noch verderben. Mir auch gar keinen Spaß, oder? Eben noch da, schwupps, schon weg. Stillhalten ist so langweilig. Frech werden. Mit dir bin ich noch nicht fertig.
Willst du wirklich weitergehen? Schlechte Idee. Beobachte dich auf Schritt und Tritt. Das war's. Das Ende der Reise. Das Ende der kunstvollen Welt. Und das Ende von Sackboy. Bei mir ist jeder Tag ein Feiertag. Und es gibt Geschenke für alle. Das geschieht. Hey, das war einfach frech. Ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen. Alles und jeder in dieser kunstvollen Welt ist mein Spielzeug. Um mich zu schlagen, müsstest du mich fangen. Ich lasse dein ganzes Leben verschwinden. Tada! Was ist los? Bin ich dir zu schnell? Das beste Versteck ist immer genau unter den eigenen Füßen. Was für eine Aussicht! Da wird man ja wahnsinnig! Man weiß gar nicht richtig, wo man steht, oder? Ich bin wie ein Hai, immer in Bewegung. Und ich habe tolle Zähne. Und hier kommt das Wunder namens Vex.
jetzt mit seinem neuen unglaublichen Taschenspielertrick. Rex! Das wurde auch mal Zeit! Dein Stoffhirn begreift offenbar einfach nicht, dass du nur deine Zeit verschwendest. Ich spüre, wie deine Lebenskraft schwindet. Das ist deine letzte Chance. Jetzt kann ich dich endlich ein für alle Mal vernichten. Mach dich bereit zu staunen. Spielverderber, nur weil du nicht deine Gestalt ändern kannst. Was ist los? Bin ich dir zu schnell? Du kannst den Aufruhr nicht ewig verhindern, Sackboy! Solange es Träume gibt, gibt es auch Albträume! Er hat vermutlich recht. Aber ich habe keine Angst. Du bist jetzt hier und du wirst die kunstvolle Welt beschützen. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Sackboy. Und jetzt, endlich, finde ich Ruhe. Was? Oh, ich sagte Ruhe. Ich bin noch nicht bereit, in die Fantasiesphäre zu ziehen. Glaubst du, ich verpasse die große Party? Ja, das ist schon besser. Die Fantasiesphäre ist wiederhergestellt. Die kunstvolle Welt ist wieder voller Leben und Kreativität. Und das alles verdanken wir dir. Das bedeutet, Sackboy, du hast wahren Mut gezeigt und dein Potenzial voll entfaltet. Du bist jetzt ein Strickritter der Fantasiesphäre. Für neue Abenteuer bleibt später noch genug Zeit. Jetzt wird gefeiert. Los, gehen wir auf die Party! Oh, der Retter der Galaxie! Gut gemacht, Sackboy! Ich wusste, du schaffst das! Und das ist sie, lieber Träumer. Die Geschichte, wie Sackboy der neue Beschützer der kunstvollen Welt wurde. Ohne dich hätte er das aber nie geschafft. Vergiss nicht, du bist ein Held. Du bist ein Freund. Und du bist hier jederzeit willkommen.